Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Odin Shoppen. Ja, der dicke Kater ist auch schon wieder hier und schnurrt sich ihn ab. Noch mal kurz ein Stück tiefer, dann könnt ihr den dicken Kater auch besser sehen. So. Ja, doch, hier war. So, reicht ja so. Man muss ja meinen Kopf auch sehen. Spider-Man kann ich euch nicht zeigen. Das habe ich als digitale Download-Version im PSN Store gekauft. Ich habe ja schon Assassin's Creed ein Video gemacht, aber es gehört ja zu Odin mal shoppen. Also ich habe Assassin's Creed Mirage gekauft mit Figur. Werde ich euch hier oben verlinken. Da könnt ihr das Unboxing hiervon sehen. Dann habe ich geholt Panzerglas für mein neues Xiaomi-Handy. Ich habe jetzt das Xiaomi 13T Pro. Und wenn wir schon dazu kommen, da ist es. Bei Vodafone Vertragsverlängerung 1 Euro. Und hier haben wir dann auch schon die neue Hülle. Die ist jetzt da. Ja. Hier können wir das dann abmachen und drehen. Dann, wenn man es hinstellen will, zum Beispiel. Und habe ich hier keinen Magneten mehr? Ja, eigentlich soll das ein Magnet sein. Moment. So, ich habe mal meine alte Handyhalterung geholt. Da ist halt das, was auf raufgeklebt wird, aufs Armaturenbrett. Ist beim Abbauen vom alten Auto halt nicht mehr so toll und das alleine klebt zwar noch, aber es hält nicht mehr wirklich. Deswegen muss ich gucken, dass ich vielleicht da nochmal einen Ersatz kriege, weil das war wirklich gut. So, aber da haben wir einen Magneten dran. Uppala. So, da ist der Magnet. Das ist jetzt praktisch das alte Handy. Das ist das neue. Oh, da ist ja. Der Magnet ist größer und kraftvoller. Ja, das könnte ich so und dann hätte ich praktisch das so auf dem Armaturenbrett drauf. Ja, und dann würde das Handy so sein. Kann man dann auch dadurch, dass das Magnet ist, super drehen, wenn man Videos machen will. Und wenn ich es mir hinstelle, kann ich es mir dann praktisch so hinstellen, weil der Ring ist ja hinten drehbar. Oder halt auf die Seite. Kann ihn auch ein bisschen so machen, steiler oder halt. Ne? Also ich finde den trotzdem ein bisschen klobig, den Ring. Ja, man soll halt, also weiß ich nicht, beim alten war es, und das ist ja auch ein bisschen locker jetzt hier, sehe ich schon, von der Kamera. Finde ich ein bisschen schade. War teuer. 15 Euro oder so. Ja, also bei dem alten fand ich es besser. Da konntest du. Muss man jetzt mal gucken, was hier wieder die richtige Seite ist. Ach so. Mit den Nuppelchen nach unten. So. Bei dem alten habe ich nur so ein kleines Ding. Ja, so klein. Ja, hat super funktioniert. Da kann ich meinen Finger hier drin machen. Kannst du halten. Ja, funktioniert super. Bei dem, ja, könnte ich zwar so machen, aber es ist halt sperrig, es ist hart und ich bin mir da noch nicht sicher. Es kam jetzt, ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich das Case behalten werde oder umtauschen werde, weil ich bin mit dem Case von der Form bin ich ja zufrieden. Das Einzige, was mir halt nicht gefällt, dass das versprochene Auf- und Zumachen von der Kamera, ja, dass der das teilweise hakt und da von alleine aufgeht, was ja eigentlich nicht sein soll. Das soll ja, wenn die Kamera nicht gebraucht wird, soll das ja hier so sein und dann soll der zu sein. Aber jetzt ist wieder da. Und es geht aber nicht. Ja, und geht mal auf, mal zu. Also, das ist halt,
Ich weiß es nicht. Also da bin ich, also da ist die, bin ich von der Qualität jetzt halt nicht so erbaut, muss ich sagen. Da habe ich mir mehr erhofft. Ich habe auch den Hersteller von meinem alten gefragt, also von den Verkäufer, ob die halt noch mal eins machen für neue, also für Xiaomi 13, aber leider nicht. Also bis jetzt noch nicht da. Oder soll, also sie sind sich nicht sicher, irgendwas, keine Ahnung, hab da nie durchgesehen. Der Übersetzer hatte blöde übersetzt. Ja, dafür kommt auch noch für das alte, für das neue kommt auch noch für die Rückseite, weil die ist ja aus Glas, kommt auch noch so ein Carbon-Tape, was ich raufklebe. Das sollte eigentlich nächste Woche kommen. So, dann habe ich für Halloween eine Maske bestellt. Ja, so ähnlich wie die Guy Fawkes, die ich habe. Aber, warte mal, müssen wir mal so machen. Die leuchtet türkis und orange oder lila. Blinkt. Ja, und dann halt hier vorne bei der Nase noch und hier ein bisschen länger beim Mund. Ja. Ja, Tigerchen, ich sehe dich doch. Der ist jetzt übrigens hinten auf der Lehne. Das habe ich geholt wegen Halloween, wegen meiner Tochter. Die Kleine will ja unbedingt zu Halloween rumlaufen und ein bisschen, weil ich mich ja schon nicht verkleide, weil es kalt ist. Dir geht's gut, Katze? Da liegt da, seht ihr das? Ich habe jetzt nichts Langes, was ich, oder doch hier, wartet mal. So. So. Der liegt auf der Lehne von dem Stuhl. Da. Auf der dünnen Lehne liegt er. Was hast du denn? Machen wir mal so. Wir lassen Tigger zugucken. Dann habe ich, also hier ist ja praktisch dann noch die Hülle von dem Xiaomi und hier steht es ja auch drauf, 13T Pro. Das habe ich zusätzlich, da wird wahrscheinlich eventuell, wenn wir Glück haben, noch ein Video kommen. Ach ja, ich habe noch was. Wenn man rechtzeitig bestellt hatte und das bei Xiaomi gemeldet hat, oh, was ist denn mit dir? Und das bei Xiaomi gemeldet hat, dass man halt das 13T oder 13T Pro gekauft hat. Egal, ob du mit Verlängerung von Vodafone oder bei Telekom, O2 oder was weiß ich, oder einfach so gekauft hast bei Mediamarkt, Saturn oder was weiß ich, das spielt keine Rolle. Konntest du dich registrieren mit der E-Mail, mit der SIM-Nummer, musstest die Adresse angeben, hast du nicht gesehen. Ich bin jetzt auf Platz, ich war auf Platz 67, bin auf 57 runter, bin dann wieder 66, 67, irgendwas die wohnen. Die überprüfen das gerade. Dann kannst du ein Tablet bekommen im Wert von knapp 200 Euro. Und das könnte ich sehr, sehr gut gebrauchen, weil mein Samsung-Tablet, was ich damals von 1&1 mal gekriegt hatte, ist hinfällig. Das geht einmal aus. Der Akku ist nicht mehr so toll. Das hat auch schon, kriegt auch, glaube ich, schon ja keine Updates mehr. Das ist Asbach uralt. Aber so ab und zu funktioniert es halt noch für ein paar Minuten. Aber Josie hat halt den Akku kaputt gekriegt, weil sie das immer unter dem Kopfkissen versteckt hatte. Heimlich genutzt hat, um irgendwelche Sachen zu gucken, YouTube oder was weiß ich. Und dann halt, wenn aufgefallen ist und Papa dann irgendwo mal im Flur läuft oder so, oh, dass man kein Licht sieht, ab unter das Kopfkissen. Ja, und das war halt für den Akku halt nicht so zu verkraften, weil er richtig heiß war und weil sehr viel damit geguckt hatte. Ich habe es ja nicht mitgekriegt. Und ja, jetzt ist er halt kaputt. Dann braucht man einen neuen. Dann kann sie halt für die Schule das nutzen. Also hier für zu Hause, für Lernen, für die Schule. So, dann habe ich, weil es im Angebot war, ich meine Dings hier fertig machen, damit das nicht alles rumliegt, habe ich mir von Logitech einen Bolt-Stick geholt. Logitech Bolt USB. Und zwar diesen hier. Warum habe ich sie geholt? Für meine Maus. Der war bei meiner Maus nicht mit bei. Ich habe jetzt die Hälfte bezahlt. War irgendwie Abverkauf oder so.
Normalerweise kosten die Dinger 15 Euro. Ich habe bezahlt um die 10 oder so. Und da habe ich dann zugeschlagen. Ja. Und da kann ich die Maus jetzt mit Bolt verbinden und bin nicht auf Bluetooth angewiesen, wenn da irgendwie Störquellen oder was weiß ich sind. Und ich hoffe, dass ich sie dann im BIOS benutzen kann, weil ich kann die Maus so mit Bluetooth nicht im BIOS benutzen. Ich kann auch die Tastatur irgendwie. Alles ganz kurios. So, dann habe ich mir ein Verlängerungskabel USB-C geholt. Oh. Kam auch gestern alles erst an, wo wir in Polen waren. So. Oh, der sieht gut aus. Der ist schön geflochten. Der ist richtig dick. Richtig dick. Guck mal hier. Ach, wir haben so ja ein Kabelband mit bei. Asaux. Juice-Aux. Juice-Aux. Keine Ahnung. Richtig schön. Na komm. Hier ein geflochtener Kabel. Schön langer Übergang, schön fest. Hier ist der Eingang USB-C. Hier USB-C-Ausgang, also männlich. Warum habe ich mir das geholt? Ich habe von einer Firma eine Anfrage bekommen. Und da habe ich jetzt schon da hinten die Produkte. Die kann ich hier nicht zeigen, weil sonst müsste ich Werbung einblenden. Und Oniwa Shoppen ist eigentlich immer ohne Werbung. So. Und da ist ein Kartenlesegerät mit bei und Kabel. Die Kabel kann ich an nichts testen, weil ich habe keine Geräte mehr, wo die ranpassen. Die würden aber trotzdem gerne, dass ich die mal präsentiere, also per Videoform, mein Publikum. Kann ich gerne machen, aber schickt sie mir her, aber ich kann damit nichts anfangen. Also ich passe nirgendwo ran. Habe gefragt, ob ich dann halt so ein Kartenleselaufwerk, also ein kleines Ding haben kann, was ich mir dann an der Seite oder unter den Tisch klemme. Ich habe mir schon überlegt, dass ich das auch mit doppelseitigem Klebeband unterm Tisch mache und dann einfach ran und dann ist der Tisch ein bisschen cleaner, aber lange Geschichte, kommt später. Aber ich will demnächst noch ein Verkabelvideo vom PC-Tisch wieder mal machen. Und ja, dafür habe ich mir jetzt den USB-C-Kabel geholt. Also die Verlängerung von USB-C, weil ich habe ja einen USB-C am PC hinten und der soll dann nach oben kommen. Oder nach unten. Dann die Große hat sich Socken gewünscht. Warme Socken, warme Socken. Und farbig, aber ich habe jetzt nur warm und farbig, habe ich halt nur dieses Paket gefunden, weil die anderen wären dann normale Socken und halt nicht so warm, aber die sollen hier wohl sehr, sehr warm sein. In Rot, Grün, also warte mal, ist so ein Dunkelrot, ein Hellrot, ein Dunkelgrün, ein Hellgrün. 1, 2, 3, 4, 5, das sollen aber 6, glaube ich, sein. Und Braun. Ja. Bei Amazon habe ich die gefunden. Ich werde auch bei Temu noch mal gucken, ob ich da warme Socken. Sieht man das? Ja. Ob ich da noch warme Socken finde für die Große. In bunt, weil die steht irgendwie auf knallbunte Socken. Warum auch immer, aber naja, ich stehe auf schwarz, sie auf bunt. Dann soll es wohl so sein. Würde ich mal so sagen. Ist ja auch nicht schlimm. Bin ich mal der Meinung. Jeder hat so seinen Spleen. Wäre schlimm, wenn wir anders wären. Ach nee, das sind die Kopfhörer, die muss ich, die kommen als einzelnes Video. Ja, das war's soweit. Das war's soweit. Mehr habe ich nicht. Ich hoffe, hat euch gefreut. Führt Odin was shoppen. Wenn ihr da noch Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ja, und bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.